Dreht die eigentlich nur oder fährt die nochmal? Doch. Sie macht heute ihre letzte Fahrt. Noch was fotografieren? Hallo! Können Sie nicht mal endlich da raufklettern? Der will nach Tirol, der Junge. Wir sollen mal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist, glaube ich. Oder der Kohlenkasten. Henry, komm runter! Steckt noch ein Ausbruch des Mikrofons. Mensch, Dampf in Stereo. Zurück, bitte! Ja, ja. Gehen Sie doch mal ein Stück zurück! Und kommt doch in der Feuerkiste! Noch ein bisschen! Nehmen wir 10 Meter. Ich sage sie mal, könnte ich die Stereo gerade aufhaben. Eine Epoche ging mit dieser Loknummer zu Ende. Liebe Reiseteilnehmer, bitte einsteigen. Einsteigen für die letzte Fahrt mit Dampf. Sie waren von weit her gekommen, manche sogar aus Übersee. Eisenbahnfreunde, die Abschied von der letzten deutschen Dampflok nehmen wollten. Die Zeit der Stahltiere und Dampfrösser ist bei uns für immer vorbei. Alt war sie geworden, die Dampflok. Sie stammte noch aus den Kindertagen der Industriegesellschaft. Mit ihr verlieren wir auch ein Stück unserer eigenen Kindheit. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit, als die Technik sichtbar voller Leben steckte. Dagegen ist ja, wo man sagen, das Fahren mit einer Diesel- oder E-Lok ist ja an sich eine seelenlose Sache, eine kalte Technik. Während durch Feuer und Dampf ist das ja eine ganz andere Sache. Ne? Endstation. Noch auf dem Schrottplatz machen sie sich nützlich, die ausgedienten Zugpferde des Industriezeitalters. Sie wiegen bis zu 150 Tonnen. Das bringt Geld. Rund 20.000 Mark. sechzig Jahre versahen sie ihren Dienst. Ein Menschenalter. Sie haben Menschen und Güter geschleppt über viele Millionen Kilometer. Doch nicht alle enden als Schrott. Manche erwachen nach dem Abschied zu neuem Leben. Zeitungspapier, Putzwolle, erst kleinere, dann größere Holzscheite, endlich Kohle, der Lebensstoff der Lok. Gut 2 Stunden dauert es, bis die alte Dame unter Dampf steht. Sonntagvormittag auf dem Betriebsgelände eines Vereins von Eisenbahnfreunden. Sie sammeln und bewahren, was auf der Schiene Geschichte machte. Die Lok als Industriedenkmal. Als es mit der Dampflok zu Ende ging, wurden ihre Freunde munter.
Mechaniker, Schlosser und Ingenieure, aber auch Bäcker, Beamte und Studenten schlossen sich in vielen Vereinen zusammen, um die Fossile des Dampflokzeitalters für die Nachwelt zu erhalten. Sie erwerben ausrangierte Veteranen zum Schrottpreis und restaurieren sie in ihrer Freizeit. Eine klassenlose Gemeinschaft von Hobby-Eisenbahnern, von denen jeder auf seine Weise zur Dampflok kam. Ich hatte in meiner Jugend so eine Art Schlüsselerlebnis. Und zwar habe ich irgendwann einmal eine Dampflok vorbeifahren sehen. Und ich war von der Erscheinung dieser Dampflok, von der geballten Kraft und dem Leben, das von dieser Maschine ausging, so fasziniert, dass mich das von da an nicht mehr losließ. Die Dynamik, die ja diese Maschinen ausstrahlen, die ganz offenkundig auf dem Laien nach außen tritt, ja, diese mächtigen Räder, die sich drehen, der Dampfkolben aus dem, der Dampfzylinder aus dem, also der Dampfausstrom, das ist also schon eine Faszination, die uns eben alle begeistert hat. Wir haben also keine bunten und schönen Lokomotiven gekauft, sondern wir haben die Maschinen gekauft und die Wagen, die tatsächlich repräsentativ sind für das deutsche Eisenbahnwesen. Das heißt also, die Fahrzeuge erhalten wir und aus dem Grunde haben wir uns überhaupt gegründet, die also tatsächlich über 140 Jahre das deutsche Eisenbahnwesen repräsentieren. Und deswegen macht es uns Spaß, diese Arbeit zu tun. Wir denken doch, dass wir auch damit der Nachwelt einen Gefallen tun. Und die Besucherzahlen hier in unserem Museum geben uns doch recht. Die Eisenbahnfreunde finanzieren ihr Museum aus Spenden und Eintrittsgeldern. Das technische Startkapital stellt auf die Deutsche Bundesbahn. Stillgelegtes Betriebsgelände. Loks unter Dampf. Industriegeschichte, die man sehen, hören und anfassen kann. Lebendige Zeugen aus der Blütezeit und den Anfängen der Dampflokomotive. Vor mehr als 150 Jahren wurde in Großbritannien das Zeitalter der Dampflok eröffnet. Die Dampflok ist ein Kind der Bergwerkindustrie. Der britische Grubeningenieur Hedley kam als erster auf die Idee, das Pferd vor dem Kohlewagen durch eine Dampfmaschine zu ersetzen. 1813 präsentierte er Puffing Billy, die erste funktionsfähige Lok der Welt. So hat sich der Dokumentarfilmer Willy Zielke ihre Jungfernfahrt vorgestellt. Die Technik hatte die Natur verdrängt, auch wenn diese sich hin und wieder wehrte. Puffing Billy wurde auch die erste Denkmallok. Nach dem erhaltenen Original entstand dieser maßstabgetreue Nachbau für das Deutsche Museum in München. Ein Symbol für das unablässige Bemühen des Menschen, sich seine Arbeit leichter zu machen. Die eigentliche Mutter der Dampflok aber ist die Rocket, konstruiert von George Stephenson, übrigens auch britischer Bergwerksingenieur. Er zog durch den Langkessel seiner Lok viele kleine Heizrohre und vergrößerte so die Heizfläche. Im legendären Wettrennen von 1829 lief er mit großem Abstand vor seinen drei Konkurrenten in Rainhill ein. Die Rocket erreichte 46 Stundenkilometer. Ihr Arbeitsprinzip haben alle späteren Loks übernommen. Adler, König der Lüfte und Wappentier der Deutschen. Eine Lokomotive so zu benennen, das verriet Ansprüche. Das ließ Hoffnungen erkennen, die man in Deutschland an das neue Fortbewegungsmittel knüpfte. Der beste Lieferant war gerade gut genug. Stephenson natürlich. Mit seiner Lok begann in Deutschland das Eisenbahnzeitalter. Damals war das britische Pfund die Leitwährung der Welt. Ganze 1140 Pfund kostete der Adler. Bayerns König lieh huldvoll seinen Namen. Am 7. Dezember 1835 war halb Nürnberg auf den Beinen. Für 9 Uhr morgens war das große Ereignis angesagt. Eröffnung der Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Während sich das Volk an der Strecke drängte, machte sich Lokomotivführer William Wilson ans Werk. Auch er aus Großbritannien importiert. Wilson war sich seines Wertes voll bewusst.
Er hatte sich ein Jahresgehalt gesichert, das weit über dem des Direktors der neuen Eisenbahngesellschaft lag. Mit diesem Vertrag. Zischend und fauchend setzte sich der Adler in Bewegung. Die neuen offenen und geschlossenen Wagen waren in erste, zweite und dritte Klasse aufgeteilt. Wer den besonderen Komfort wollte, musste schon damals ein Draufgeld zahlen. Mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 Stundenkilometern absolvierte der Dampfzug die 9 Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Ein gemächliches Tempo, gewiss. Aber den Weitblickenden war klar, der alten gemütlichen Postkutschenzeit hatte die Stunde geschlagen. Begegnung mit der Vergangenheit im Deutschen Verkehrsmuseum in Nürnberg. So hatte sich viele Jahre nach der Eröffnung der Ludwigsbahn Bayerns Märchenkönig Ludwig II. Auf der Schiene eingerichtet. In einem Traum aus Gold, Samt und Seide. Doch am Anfang, als Deutschland und Europa das Reisen mit der Eisenbahn entdeckten, waren weder Prunk noch Schnelligkeit gefragt. Die Menschen des Biedermeier ließen sich im geruhsamen Stil der Zeit zu neuen Ufern führen. Die Dampflok setzte, zuerst langsam, dann immer schneller, zu ihrem Siegeslauf an. Viadukte, Brücken, Bahnhöfe entstanden. Eine neue Architektur begann, das gewohnte Gesicht der Landschaft zu verändern. Eisenbahn fahren, das galt bald als schick, als Ausweis fortschrittlicher Gesinnung. Im hergebrachten Rahmen, wie sich versteht. Man fuhr halt nur ein bisschen schneller. Bisweilen drängelte man sogar, eine ganz neue Erfahrung. Aber die alten Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Rangordnungen blieben ja, wie es zunächst schien, völlig unangetastet. Wer mit der Dampflok reiste, musste auf seinen gewohnten Lebensstandard nicht verzichten. Dass die Eisenbahn frühzeitig Komfort anbot, machte sie besonders jenen Leuten angenehm, die damals das Sagen hatten. Ärgerlich, bei dem Fortschritt auf der Schiene hinderlich, waren eigentlich nur die vielen kleinen Königreiche, die Fürsten und Herzogtümer in Deutschland. Da hieß es an jedem Grenzpfahl halten. Denn jeder kleine Teilstaat wollte sein eigenes Eisenbahnnetz, damit das Geld im Lande blieb.
40 Jahre später hat man schon ein anderes Tempo drauf. Dieser Zug lief um die Jahrhundertwende in einem Bahnhof ein. Auf der Straße fahren schon die ersten Autos. Die Eisenbahn hat einen rasanten Aufschwung erlebt. Doppelstöckig soll es in eine noch bessere Zukunft gehen. Mögen manche ihrer Passagiere auch der Vergangenheit angehören, auf der Schiene jagt längst ein Fortschritt den anderen. Ihre Blütezeit hat die Eisenbahn in den 20er und 30er Jahren. Jetzt ist sie unter allen Verkehrsträgern unbestritten die Nummer 1. Die letzten entlegenen Gebiete werden durch den Schienenstrang erschlossen. Schienen verbinden als Lebensadern die Großstädte und Ballungsgebiete, die unaufhörlich wachsen und dabei auf den steten Zustrom von Menschen und Gütern angewiesen sind. Der deutsche Lokomotivbau hat den technologischen Rückstand zu den Briten inzwischen aufgeholt. Nachdem die deutschen Teilstaatgrenzen gefallen waren, einigte man sich auf die Standardisierung wichtiger Lokbauteile. Bei der Deutschen Reichsbahn wurde dann Wirtschaftlichkeit zum wichtigsten Bauprinzip. Neue Konstruktionen hatten nur dann eine Chance, wenn sie einfach, robust, leicht zu warten und absolut betriebssicher waren. Noch war die Dampflok ohne Konkurrenz. Ein zuverlässiges Arbeitspferd, das den wirtschaftlichen Fortschritt sicherte. In 100 Jahren wuchs das Streckennetz. 1845, 10 Jahre nach der Jungfernfahrt des Adlers, war es schon 2300 Kilometer lang. 1875 hatte es sich verzehnfacht. 1935 maß das Schienennetz in Deutschland mehr als 56.000 Kilometer. Aus guten Gründen hatte sich die Dampflok praktisch ein Beförderungsmonopol erobert. Sie machte den wirtschaftlichen Massentransport von Personen und Gütern möglich. Sie beeinflusste die Standortwahl von Industrien. Sie erweiterte die Lebens- und Versorgungsräume des Menschen in ungeahntem Maße. Einst selbst ein Kind des Fortschritts, trieb nun sie den Fortschritt voran. Erst mit der Eisenbahn gelang es, alle Gebiete eines Landes schnell und billig zu versorgen. Mehr als 600.000 Waggons transportierten den Güter- und Warenstrom in Deutschland. Berlin, Anhalter Bahnhof, in den 30er Jahren. In den Bahnhöfen schlägt der Puls der neuen Zeit. Den Menschen hat das erste Massenverkehrssystem ungeahnte Mobilität und persönliche Freiheit gebracht. Niemand ist mehr auf seinen gewohnten, eng begrenzten Lebenskreis beschränkt. Wer in Bayern oder Schleswig-Holstein ohne Arbeit ist, setzt sich in den Zug und sucht sich in irgendeiner Stadt eine Arbeitsstelle. Und wer der großstädtischen Hektik entkommen will, ist in wenigen Stunden an der See oder im Gebirge. Fremde Länder sind näher gerückt. €2,30 kostet ein Menü im Speisewagen. Mit den Privilegien aus der Gründerzeit ist es vorbei. Komfort auf der Schiene
ist klassenlos geworden. Reisen im schönen Deutschland. Ein Slogan aus Rheingold-Zeiten. Dampf und Schiene machen's möglich. Die Eisenbahn hatte Wirtschaft und Technik revolutioniert. Rekordmarken wurden gesetzt, Grenzbereiche erforscht. Ein Rekord ist archiviert, die Baureihe 05. Höhepunkt und Vollendung der dampfbetriebenen Eisenbahn. Im Nürnberger Verkehrsmuseum ist die 26 Meter lange Schnellzuglok noch heute Blickfang für Besucher. Eine 05 fuhr 1936 Weltrekord. 200,04 Stundenkilometer. Auf einer Gefällestrecke war eine britische Lok später nur 0,9 Stundenkilometer schneller. Die Dampflok war am Endpunkt ihrer Entwicklung angelangt. Doch sie war noch lange nicht am Ende. Als alle Räder stillstanden, zeigte sie, dass noch viel Lebenskraft in ihr steckte. Jedenfalls genug, um nicht nur das eigene Überleben zu sichern. Nach dem Zweiten Weltkrieg, inmitten der allgemeinen Zerstörung, die auch die Bahnhöfe, die Schienen, den Lok- und Wagenpark getroffen hatte, fiel dem robusten Stahltier zum zweiten Mal eine Pionierrolle zu. Diesmal als Zugpferd des Wiederaufbaus eines zerschlagenen Landes. Das einzige Massenverkehrsmittel musste schnell instand gesetzt werden. Die Vorkriegsloks wurden repariert, veraltete Baureihen ausgemustert und neue konstruiert. Das Land und die Menschen waren auf die Eisenbahn angewiesen. Nach dem Krieg wurden insgesamt 5 neue Maschinen entwickelt, darunter die Baureihe 23, die im Fahrbetrieb aber nur durchschnittliche Leistungen zeigte. Als beste Nachkriegskonstruktion gilt die Baureihe 66, die sich durch günstigen Brennstoffverbrauch und beispielhaft ruhigen Lauf auszeichnete. Die Baureihe 82, für den schweren Verschiebedienst und den Personenzugverkehr entwickelt, wurde schon in den 60er Jahren wieder ausgemustert. In der Nachkriegszeit waren alle froh, dass es sie noch gab, die Dampflok. Aber es war nur eine Scheinblüte. Der Rechenstift siegte über Dampf und Kohle. In der Konkurrenz zum Diesel- und elektrischen Antrieb war die Dampfmaschine hoffnungslos unterlegen. Sie war einfach zu teuer geworden. Nach jedem Einsatz mussten Schlacke und Lösche entfernt werden. Für Wartung und Pflege, für Feuer- und Dampfhaltung mussten aufwendige Anlagen auf dem gesamten Streckennetz unterhalten werden. Spätestens nach 300 Kilometern Fahrt waren die Vorräte an Wasser und Kohle verbraucht. Für alles benötigte man zu viel Personal. Und auch der Wirkungsgrad von Kohle war deutlich ungünstiger als der anderer Energieträger. Die Zeit der Dampflok war endgültig vorbei. Strom bestimmte die neue Epoche. Aber auf der Schiene hat sich mehr verändert als nur die Antriebsart. Die moderne E-Lok macht alles besser als die Dampflok. Sie ist stärker, schneller und vielseitig verwendbar. Sie braucht wenig Personal und sie ist umweltfreundlich. Ein technischer Fortschritt, der das Leistungsangebot der Eisenbahn verbessert hat. An den Länderserviceverkehr nach Basel über Hannover verkündigen sich an den Wageneingängen, die Türen schließen selbst die Idee.
Strom macht stark. Keine Dampflok könnte einen Erzzug von 5400 Tonnen ziehen. Bahnstrom hat das Reisen mit der Eisenbahn komfortabler, sicherer und schneller gemacht. Auch wenn heute keine Rauchfahne mehr am Fenster vorbeistreicht, kein Fauchen und Stampfen die Reise begleiten, der wahre Romantiker geht mit der Zeit und sucht sich solche Träume aus, die zum Greifen nah sind. Unsere Zeit hat die Dampflok hinter sich gelassen. Wir erreichen in wenigen Minuten Mannheim. Und dort haben Sie sofort Anschluss an den Intercity-Zug Merkur nach München. Die Zukunft gehört der E-Lok der Baureihe 120. Die erste mit Drehstromfahrmotoren. Damit ging ein technischer Traum in Erfüllung. Zum ersten Mal geht eine Lok in Serie, die sowohl die schnellen Reisezüge mit hohem Tempo ziehen kann, als auch die ganz schweren Güterzüge. Der Beginn eines neuen Zeitalters technischer Eisenbahngeschichte. Aber auch diese Lok konnte nur entstehen, weil der Mensch einst auf die Idee kam, einen Dampfkessel auf Räder zu setzen. Sie hat sich um den Fortschritt des Menschen verdient gemacht, die alte Dampflok. Sie ist es deshalb wert, dass ihr der Mensch ein Denkmal setzt. Ja, die nie wieder, Papa. Nee, die ist jetzt ein Denkmal.